Herzlich willkommen zurück hier bei Marxen Brothers. Mein Name ist Philipp Marxen und zusammen mit meinem Bruder Henning betreiben wir diesen YouTube-Kanal. Nachdem wir letztes Mal schon darüber gesprochen haben, was wir aus verschiedenen YouTubern von sehr kleinen, was die Abonnenten angeht, bis sehr, sehr großen, von YouTubern, die sich auf die Charttechnik-Analyse fokussieren, andere, die Fundamentalanalysen machen. Wir haben uns angeschaut, was können wir quantitativ lernen und gesehen, aha, es gibt manche Themen, die von fast keinem YouTuber angesprochen werden und andere Themen, die wiederum von sehr vielen angesprochen werden. Und wenn diese Themen, die von vielen angesprochen werden, nur ganz, ganz kleine Themen sind, dann kann man fast da hinkommen und sagen, hier könnte es sich um einen Hype handeln. Heute wollen wir uns anschauen, alleaktien.de hat eine Umfrage durchgeführt im ersten Quartal 2020, welche Aktien die Teilnehmer an dieser Umfrage gekauft haben. Einfach nur, man sollte sagen, ja, ich habe diese Aktie gekauft. Die Ergebnisse sind sehr interessant, ich habe sie mir angesehen und dazu will ich euch mitnehmen, insbesondere zu schauen, sind diese YouTube-Beiträge nicht auch relevant für die Umfrage oder haben die Leute was ganz anderes gekauft, was vielleicht gar nicht so in den YouTube-Kommentaren vorkam. Und hier ist die Analyse. Also, unten nochmal eingeblendet auch der Link zu alle Aktien, wo ihr das, diese Analyse finden könnt. Zuerst sehr interessant die Zahl der Käufe Januar bis März 2020 an der obersten Stelle Shell mit über 2200 Käufen. Was mich zuerst mal interessiert hat, wurde denn BP und Total auch gekauft, aber zumindest in dieser Liste, die runtergeht bis zu 27 Käufe, gibt es kein BP und auch kein Total. Warum jetzt alle Shell kaufen und niemand BP und Total, ist für mich zumindest nicht nachvollziehbar. Warum denn die Branche überhaupt kauft und Shell so überbewertet, ist für mich zumindest unklar. Bitte schreibt mir das unten mal in die Kommentare, aber ich sehe, es gibt auch etwas mehr Aktienanalysen zu Shell als zu BP und beziehungsweise zu Total. Vielleicht ist das ja ein Grund, vielleicht ist es ein Grund, dass man sich nicht mit französischer Dividendensteuern rumklagen muss, aber das wäre ja nicht für BP relevant. Also, lasst es mich unten nochmal wissen. Der zweite Punkt, was ich gemacht habe, ist folgendes. Ich habe mir wiederum angesehen, wie hoch ist die Marktkapitalisierung der Firmen. Und Achtung, ich habe manchmal den Dollarwert genommen, manchmal den Eurowert, manchmal einen Tag früher, einen Tag später. Also sind ungefähre Werte, bitte mich jetzt nicht darauf festnageln. Und dann hatte ich gesehen, okay, welche großen Werte von der Marktkapitalisierung gab es denn, die vielleicht sehr stark gekauft wurden und andere, die nicht so stark gekauft wurden. Hintergedanke, sehr große Firmen sollten wir auch in den Top der Nachkäufe sehen. Aus dem Gesichtspunkt der Größe ist es zumindest nicht fragwürdig, dass Microsoft zum Beispiel hier auf der dritten Position ist. Das heißt natürlich nicht, dass man damit richtig liegt. Es kann sein, dass alle eine ganz kleine Aktie kaufen und richtig liegen. Es kann sein, dass Microsoft hier wenige oder viele kaufen und falsch liegen. Das bedeutet es nicht. Aber es ist einfach logisch, wäre es so, dass große Aktien von eher mehr Leuten gekauft werden als kleine. Was ich deswegen gemacht habe, ist einfach, man nimmt die Marktkapitalisierung und teilt sie durch die Anzahl der Aktienkäufe. Was wir natürlich nicht wissen, ist, ob diese Aktienkäufe sich nur 1000 Euro reingesteckt haben in eine Aktie, 500 oder 5000. Und das macht natürlich auch einen Unterschied. Aber als grober Anhaltspunkt einfach die Marktkapitalisierung durch die Aktienkäufe. Und da haben wir gesehen, bei welchen Aktien ist hier die höchsten Wert gehabt, das heißt, es praktisch nicht stark gekauft wurde von deutschen Privatanlegern. Und das sind die folgenden Aktien. Ja, hier unten. Tencent ist einerseits. Alibaba war übrigens nicht in dieser Liste enthalten. Und die andere Aktie ist JP Morgan, die nach Marktkapitalisierung größte Bank der Welt, nicht nach Bilanzsumme. Aber JP Morgan gerade so Nummer 50 dieser Nachkäufe. Ansonsten auch ein auffälliger Punkt, keine einzige Bank außer JP Morgan hat es geschafft hier unter die Top 50, obwohl Banken ja
in den verschiedenen Indizes normalerweise zwischen 14 und 20% der gesamten Marktkapitalisierung, zum Beispiel im S&P 500 oder im MSCI World, ausmachen. Also hier schon eine deutliche Untergewichtung, was Banken angeht, von deutschen Privatanlegern vielleicht erkennbar. Und eben auch die Untergewichtung, was China angeht, beziehungsweise diese Aktien, die wir vorher ja auch schon besprochen haben bei den YouTubern. BRICS ist ein Thema, deswegen hatte ich mir noch angeschaut, gibt es noch andere Firmen aus dem BRICS-Bereich, vielleicht Banco Bradesco oder so. Allerdings, es gibt durchaus noch eine Aktie, nämlich Gazprom. Gazprom sogar auf der 11. Position, also durchaus relativ weit oben. Ansonsten aber keine Aktie aus dem BRICS-Bereich. Es gibt ein leichtes Home-Bias, ein leichtes Deutschland-Bias. Das ist verständlich, aber gar nicht mal so stark. Und ansonsten auch sehr viele amerikanische Aktien, die natürlich auch insgesamt in den Indizes momentan sehr hoch angesiedelt sind. So, jetzt schauen wir uns an, was sind denn die Aktien, die vielleicht gehypt wurden? Ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass ich es interessant fand bei vielen YouTubern, war Sixt, Core Estate, aber insbesondere Tanger Factory Outlet. Sehr, sehr häufig in den Videos wurden diese Aktien immer wieder angesprochen, insbesondere Tanger Factory Outlet. Und jetzt sehen wir hier. Also, bei Sixt haben wir einen ganz massiven Wert. Das heißt, wir haben viel, viel, viel zu viele Käufer im Vergleich zu dieser kleinen Marktkapitalisierung. Und das Gleiche sehen wir bei Tanger Factory Outlet. Wer hätte es nicht anders gedacht? Hier ein noch krasserer Wert und das, obwohl es eben nicht Homebuyers dazu kommt. Also wir sehen, dass YouTuber vielleicht einen ziemlich großen Einfluss haben auf Personen, die in der aller Aktien, ich glaube, Instagram oder Facebook-Gruppe, wo diese Umfrage durchgeführt wurde, großen Einfluss auf diese Personengruppe hat. Und wir sehen natürlich auch von den Gesamtzahlen, dass es durchaus bei über 2000 Zukäufe, was Shell angeht, durchaus relativ große Zahlen sein können. Bei Tanger Factory Outlet 80 Käufe, was auch schon relativ viel ist für so, wie gesagt, eine sehr, sehr kleine Firma, die eigentlich im weiteren Sinne in Deutschland niemand ein Begriff ist, der sich nicht mit Aktien beschäftigt. Und ein weiterer durchaus auffällender Punkt ist Hamborner REIT oder Hamborner REIT, wiederum eine Firma, die sehr stark gekauft wurde, obwohl sie eine relativ geringe Marktkapitalisierung hat, aber wiederum da auch vielleicht ein Homebuy. Insgesamt auch Fraport gehört zu diesen Firmen, die übermäßig stark nachgekauft wurden. Heidelberg Zement, vielleicht auch, weil für beide Firmen gab es auch positive Kommentare auf alleaktien.de. Das könnte natürlich hier nochmal ein Grund sein. Ansonsten auch Main Street Capital, die, ja, mit denen habe ich mich noch nicht so viel beschäftigt, sind hier auch eher sehr stark nachgefragt worden. Ja, damit gebe ich es zurück zu euch. Meint ihr, dass solche Analysen, um sich anzugucken, was gerade ein Hype ist, Sinn macht? Ich persönlich bin oft so, dass ich nicht gerne so handle wie fast alle, als fast alle 2007 meinten, nein, die Immobilienpreise werden immer nach oben gehen. Habe ich gesagt, nein. Also wenn man sich die Mortgages ansieht, die in 2007, 2008 einfach nach diesen 2 Jahren Grace Period viel höhere Zinsen bekommen, wird es eine Immobilienkrise geben. Also ich laufe gerne auch mal in eine andere Richtung. Für mich jetzt als ein interessanter Punkt. Ja, BRICS sind hier nicht richtig beachtet, vielleicht interessant, insbesondere auch, dass da das KGV und das Schiller-KGV bei den BRICS-Staaten deutlich niedriger ist als im amerikanischen Markt. Der amerikanische Markt wird hier vielleicht zu stark gehandelt. Das wäre ein interessanter Punkt für mich persönlich, den ich daraus ziehe. Der andere interessante Punkt ist, die Banken sind kaum vertreten hier in dieser Liste. Auch das kann man sich überlegen, vielleicht Positionen aufzubauen. Wie immer, das ist keine Anlageberatung hier von uns, sondern spiegelt nur unsere Meinung wider. Unten bitte einfach in die Kommentare, was ihr meint. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank an alle Aktien für diese tolle Umfrage, die ich sehr interessant finde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.